Die gute Nachricht für all jene, die Eis, Schnee und Kälte nicht mögen: Warmluft und Wind leiten hierzulande einen krassen Wetterumschwung ein. Doch damit ist die Glättegefahr nicht gebannt. In der Nacht zu Donnerstag wird es noch mal frostig und glatt auf den Straßen. Am Donnerstag setzt dann von den Alpen her kräftiger Föhn ein und die Temperaturen steigen. Durch die Warmluft und den Wind kann die Schneedecke deutlich schneller schmelzen. Am Freitag erreichen uns dann neue Tiefausläufer, die Tauwetter auslösen. Doch mit der Erwärmung ist nicht überall die Glättegefahr gebannt. Am Freitag werden die Straßen vor allem im Süden und der Mitte des Landes rutschig. Am Samstag droht morgens in der gesamten Osthälfte des Landes Blitzeis. Im Rest des Landes steigen die Temperaturen rasant in Richtung 10 oder gar 15 Grad an. Das zweite Adventswochenende wird komplett anders als das erste. Statt Schnee setzt immer wieder mal schauerartiger Regen ein, inklusive Glättegefahr. Die Werte liegen zwischen 1 Grad im Osten und 11 Grad im Westen. Zusätzlich wird es zunehmend stürmisch. Vom Atlantik kommen immer neue Tiefdruckgebiete mit Sturm und Regen. Die neue Woche wird dann wieder sehr wechselhaft, nass und mild.